Hi Leute, das Sanu hier und es gibt ein paar Updates bezüglich Division 2. Einmal haben wir die Patch Notes für Titelupdate 21.4, was morgen erscheinen wird, am 3.9. Und dann gibt es ein paar Sachen, die uns eigentlich nicht betreffen sollten. Darauf gehen wir direkt als allererstes ein. Ja, wisst ihr vielleicht vor, ich glaube letzte Woche war es, da gab es ein Infrastruktur-Update auf den Servern. Da waren die Server kurz mal da für so eine ganz spezielle Wartung. Und anscheinend ist es dadurch passiert, die Server wurden gemerged, also zusammengefügt, US-Server. Und anscheinend hat das zu Problemen geführt, wo sie im Moment noch nicht wissen, woran es wirklich liegt. Und wir hatten so ein klein bisschen was mitbekommen diesbezüglich, auch dass sich einige Spieler wohl beschwert hatten, dass sie Mega-Lags hatten und so. Und anscheinend gab es auch ein Problem, dass manche sich nicht in den Account einloggen konnten. Anscheinend, also können wohl immer noch. Anscheinend ist das vom Division 2 Team irgendein Safe-Dingens-Gedöns, um den Spielstand zu schützen, um den Account zu schützen. Deswegen, wenn ihr da Probleme haben solltet, ich weiß nicht, ob das irgendeinen von uns betrifft, ich glaube ja nicht, möglich ist es aber, dann soll man sich beim Division 2 Team melden. So, das war das. Und dann springen wir jetzt rüber zu den Patch Notes. Und zwar fangen wir an mit Waffen und Talenten. Das Problem mit fehlender Munition beim Nachladen nach dem Wechsel zu einer vollständig geladenen Waffe wurde behoben. Ich weiß, dass das ziemlich auf den Sack ging. Das war, ist auch schon sehr lange drin. Und deswegen sehr, sehr cool, dass das jetzt endlich mal gefixt ist. Das Problem, dass die benannte Waffe cooler Gewehrmunition verbraucht, wurde auch behoben. No, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, Exploits. Gibt wohl Exploits. Spieler können die Manhunt Briefing neben Missionen nicht mehr für XP ausnutzen. Davon wusste ich auch nichts, was überhaupt ging. Aber okay. Und Spieler können das Dark Zone Matchmaking System nicht mehr ausnutzen, indem sie die SHD-Uhr nicht beanspruchen. Ah, okay. Das ist ja krass. Da konnte man ohne Shadewatch, ohne Uhr in die Dark Zone und war dann komplett unter sich oder was? Krass, wusste ich auch nicht. Okay, Vanity, der Kosmetikkram. Das Problem mit dem Odia Cowboy Sonnenbrillen, das ist das von dem Sommer-Event, wo ich leider im Urlaub war. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Aber ja, mir ist wurde das, ne? Die mit mehreren Hüten durchschneiden wurde behoben. Das Problem mit der Ortiz Robotics Jacke, die mit mehreren Rucksäcken kollidierte, wurde auch behoben. Das Problem mit fehlenden Texturen auf mehreren Jacken und Röcken beim Tragen der Ortiz Robotics Hose wurde auch behoben. So, anderer Kram und sonstiges. Spieler können nun die Found Footage 9 und 10 aus der Vanguard Legacy Climax Mission erhalten. Also hier der ganze Collectible-Kram, der sollte jetzt auch da sein. So, dann Spezialisierungsfertigkeiten. Mods erfordern nicht mehr Level 40, um ausgerüstet zu werden. Das finde ich ganz cool, weil ich habe jetzt mal in den vergangenen Wochen immer wieder mal als eigene Aktivität in Division 2 mal mehrere kleine Charaktere hochgezogen. Ich habe immer noch 2 Stück, die in der Pipeline stehen, die auf 40 gezogen werden müssen. Und das ist mir aufgefallen. Da findest du eine Mod für eine Fertigkeit und kannst sie dann anziehen, weil die Level 40 ist. War halt total dumm, ne? Deswegen gut, dass das gefixt ist. So, das Problem mit dem gezielten Beuteabwurf während der Warlords of New York Kampagne wurde auch behoben. Das wusste ich nicht. Ich habe die Warlords of New York Kampagne auch gar nicht mehr gespielt, seit man auch nach Washington kann. Das heißt, coole Sache für alle, die das da gemacht haben. Und dann natürlich am Ende verschiedene Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen wurden hinzugefügt. So, jetzt möchte ich noch eine Sache ansprechen. Ich weiß nicht, ob das von mir einfach nur ein Hirnfurz ist, aber denkt mal ein bisschen weiter. Das Problem hier mit dem Infrastruktur-Update, es gab noch nicht wirklich, also kann ich mich nicht dran erinnern, ein wirkliches Infrastruktur-Update der Server. Und es gab mal eine Aussage seitens Massive von wegen in Bezug auf Crossplay. Und Crossplay
sagte Massive immer, ja, das wäre nicht möglich wegen der Infrastruktur. So, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber sind das eventuell solche Vorbereitungen oder wollen sie einfach nur Server einsparen oder whatever? Ich weiß es nicht. Haut mir mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Auf jeden Fall, das war's, Leute. Das sind die wichtigsten News rund um Division 2 im Moment. Und morgen, wie gesagt, nachdem der Patch aufgespielt wurde, können wir auch das Finale spielen der aktuellen Season. Und dann sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis der PTS startet für die nächste Season. Und dann bin ich wirklich gespannt, was sie dann raushauen in Bezug auf Season 2.0. Nachdem die Season-Charaktere ja gecancelt wurden, müssen sich ja was anderes einfallen lassen. Und ich bin wirklich gespannt auf deren Lösung dafür. So, okay, das war's für mich, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.